Hallo! Willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver Randomizer Nuzlocke Challenge. Heute werden wir uns Team Rocket stellen. Und ich muss ein bisschen aufpassen im Radioturm, denn der stärkste Trainer dort, der stärkste Vorstand, hat ein Level 38 Pokémon. Also, da müssen wir ein bisschen, wenn wir im Radioturm ganz nach oben gehen, dann müssen wir aufpassen, wann wir das machen. Was ist mit dir? Ich glaube, ich sehe nicht recht. Was hat denn ein Kind hier verloren? Los, verzieh dich gefälligst. Nein, ich gehe jetzt rein. Oh, ja, das Casino wurde ein bisschen langweiliger gemacht. Mein Name ist Herr von Zock. Juckt es dich nicht auch in den Fingern, wenn du jemanden beim Münzspiel zusiehst? Ich glaube, darin steckt der eigentliche Sinn des Lebens. Aber du scheinst im Spielchen auch nicht abgeneigt zu sein, nicht wahr? Nein, ich will es wirklich nicht spielen. Nee. Im Münzspiel können wir uns beide ausgiebig vergnügen. Ja, ist auch nicht mehr Glücksspiel, weil Glücksspielgesetze und sowas, aber... Das ist das komische Minispiel, was man da hat. Ich habe nicht wirklich Lust darauf gerade. So, wo müssen wir am besten hin? Kommen wir schon in den Radioturm. Ich glaube, wir müssen erst in die Dukatia-Passage, oder? Schauen wir mal rein. Hallo? Rezeption? Willkommen im Radioturm von Dukatia City. Oh, pardon. Das ist mir so rausgerutscht. Tut mir leid, aber derzeit ist eine Besichtigung nicht möglich. Warum nicht? Ah, okay, wir müssen erst runter. Verschwinde von hier, die Radiostation wird belagert. Ich habe strikt Befehl, nur Mitglieder von Team Rocket durchzulassen, ist das klar? Hier kommen nur Leute durch, die eine schicke schwarze Uniform tragen, wie wir es tun. Okay. Ich sehe schon, dass das SpongeBob-Shirt, das überzeugt nicht. Das überzeugt nicht, okay. Ja, dann würde ich sagen, runter in die Dukatia-Passage und dann legen wir mal los. Die meisten Trainer sind jetzt wieder vom Level her ein bisschen niedrig und... Ihr wisst ja, wie es ist mit Generation 2. Die meisten sind jetzt irgendwie auf Level... Ich glaube, 26, 27 umdreht, was immer noch okay ist, aber der Vorstand dann direkt Level 38? Das ist so eine hohe Spanne zwischen den Leveln von den ganzen Trainern, aber naja. Können wir schon rein? Bis hierher und nicht weiter. Okay. Verstanden, nicht weiter. Ja, nicht mehr viel los hier in der Dukatia-Passage. Was ist mit dir? Na großartig, schon wieder ein neuer Rekrut. Seit wir im Radio senden, rennen die Anwärter uns derart die Türen ein, dass uns die Uniformen ausgegangen sind. Angeblich soll es hier im Fotostudio welche geben. Die reißen wir uns unter den Nagel. Hey, wenn du schon mal hier bist, kannst du ja gleich Schmiere stehen. Krieg ich eine Uniform jetzt? Oh, die Uniform sieht gut aus. Ich will damit nicht in der Stadt rumlaufen. Du verschreckst uns die Leute. Oh yeah. Das ist die klassische Team Rocket-Uniform, oder nicht? Dachte nicht, dass wir auch den Team Rocket Sprite haben werden, aber den haben wir. Ein Rahmen für ein Foto. Warte mal, aber ich habe jetzt die Team Rocket Uniform. Wo muss ich... Ziehe ich die wieder aus, wenn ich herausgehe? Was ist mit dir? Du siehst eigentlich wie ein anständiger Mensch aus. Was hat dich bloß dazu getrieben, zu Team Rocket zu gehen? Geld. Und das Versprechen, noch mehr Geld zu bekommen. Warte, ist das... Müssen wir den Vorstand jetzt schon... das passt mir überhaupt nicht. Na gut, mach mal Platz. Wer bist du denn, euer Rekrut? Oho, eine Uniform von Team Rocket? Steht ja aber ausgezeichnet in Ordnung, du kannst durch. Danke. Hey da, Team Rocket. Die Leute haben es satt, dass ihr Waschlapp überall in Scharen auftaucht und die den Tag vermiest. Moment mal, du bist doch MOP männlich. Was suchst du denn hier? Es fehlt gerade noch, dass du jetzt auch auf stark machst, indem du in dieser komischen Kluft herumläufst. Das ist doch lächerlich. Zieh das aus. Ja, kann die Uniform ausziehen? Was, Betrug? Du bist gar kein Rekrut. Warte. Das gibt hinter die Löffel. Oh, jetzt wird gelöffelt. Jetzt wird gelöffelt, Freunde. Tragosso. Guter Gegner für Terry soweit. Was für ein Level 24 an dem Punkt schon wieder? Um hier hinzukommen, muss ich einen Trainer mit Level 34 Pokémon besiegen. Was? Beziehungsweise sogar einen 35er. Was kommt jetzt mit Level 24 Pokémon da an? Onyx. Ich bin immer wieder enttäuscht, dass Onyx so wenig Erfahrungspunkte gibt. Aber gut, bringen wir es weg. Bringen wir es hinter uns. Weg mit dir. Der Kopf ist so hell. Sehr helles Gestein von Onyx hier gerade. Aber leider keins, das viel aushält. Das macht doch kein... Ich mach irgendwas keine halben Sachen. Du bist zu stark. Du kannst unsere Pläne vereiteln. Ich muss die anderen warnen.
Achso, du hast dich als verkleidet, um dich einzuschleichen. Ha, eine typische Schwächlingstaktik. Na auch gut, von mir aus hob dich hier ruhig aus. Ich such derweil diesen Drachenprofi. Wie ist er doch gleich? Siegfried? Genau, den knapp ich mir vor. Danach bist du an der Reihe. Also mach dich auf was gefasst. Warum bin ich nach Siegfried an der Reihe? Bin ich stärker als Siegfried für dich? Naja. Was versprechen die sich bloß davon, den Radiosender zu besetzen? Hummelhoff, was sagst du dazu? Hummelhoff. Amen. Amen, sage ich dazu nur. Wie öde. Hier das Ruder zu übernehmen war viel zu einfach. Ja, willst du mich nicht unterhalten? Ich meine, es ist eine Radiostation, das... Keine Ahnung, es ist nicht die Polizeiwache oder sowas. Was erwartest du, was passiert? Kinoso? Ich denke, da ist ein guter Biss einfach mal angemessen an der Stelle. Zauberblatt. Trifft garantiert, aber wird nicht so viel Schaden machen. Mehr Schaden, als ich gedacht hätte. Mehr, als ich gedacht hätte. Der Biss aber ebenfalls. Also gleicht sich das damit wohl wieder aus. Level 32, komm schon, Angriff, 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 Angriff. Oh, den Angriff lernen wir auf 32. Oh, ich dachte, das wäre ein Pflanzenangriff, aber das ist so viel besser. Weg mit Megasauger. Brauchen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr, wir haben Erdbeben. Wir haben Erdbeben. Oh, 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 oh. Jetzt geht's richtig los. Was sagst du dazu? Willst du mit Terry Stunk machen? Wir sind Team Rocket, wir lieben es fies und gemein. Was ist denn? Hast du schon die Hosen voll? Ja, aber das hat nichts mit Team Rocket zu tun. Und ich würde gerne nicht weiter darüber reden. Ich meine, ich könnte das Ganze mit Terry machen, aber mir ist gerade gar nicht danach zumute. Mir ist gerade gar nicht danach zumute, den Feuertrainer mit Terry zu machen. Och nö. Wir fangen also direkt damit an. Also es wird reichen, einmal Giftspitzen auszulegen, denn so lange werden die nicht leben. Au. Glutexo wieder mal unterschätzt von meiner Seite aus. Direkt Glutexo unterschätzt. Und Surfer geht daneben. Nochmal Rauchwolke. Das war nicht der prachtvollste Baldo-Moment aller Zeiten. Aber gut, Bambo macht das. Los, Bambo. Leider ist die coole Animation von Bambo weg, wenn es in den Kampf geht, aber also was soll man machen? Ja, Bambo hat vernünftige Verteidigungswerte. Knochenkeule. Easy, gar kein Problem. So. Was hast du sonst noch alles? Glumanda. Ich sehe schon, das volle Gluter-Team ist hier vorhanden. Vorsicht, Giftspitzen. Nicht reintreten, das tut weh, Glumanda. Das tut weh. Gemasse. Ja, kannst du machen. Ich habe das Gefühl, Bambo wäre eh langsamer als alle anderen. Was traurig ist, weil das Glumanda auf Level 21 ist. Und dass der Knochenrang daneben... Warte, ich setze den falschen Angriff ein. Das ist der falsche Angriff. Das erklärt einiges, auch beim Training von einem Bambo, warum der Angriff so oft daneben gegangen ist. Okay, jetzt wird es aber absurd hier gerade. Baldo. Baldo, komm rein. Machst wieder Drachenwut? Die Masse. Ich komme nicht dazu, Baldo hier reinzuwechseln, ohne dass von irgendeinem Müll erwischt wird. Hätte ich mal zweimal Giftspitzen ausgelegt. Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Und direkt wieder die Rauchwolke. Vulpix. Werden wir es schaffen, einen Vulpix zu besiegen, obwohl meine Genauigkeit um eine Stufe gesenkt wurde? Au. Baldo, bitte. Bitte, Baldo. Danke. Dankeschön. Das ist wirklich nur eine Stufe. Das kann doch nicht so schwer sein zu treffen. Aber die Giftspitzen, ich bleibe dabei, dass die gut sind, okay? Schneckmark. Ja, sie haben ja vergiftet. Baldo, bitte. Um eine Stufe gesenkt.
Der Angriff ist um eine Stufe gesenkt und von 4 Mal, die wir ihn eingesetzt haben, ist er 3 Mal daneben gegangen. Das kann doch nicht sein. So, weg mit Schneckmark. Wer ist als letztes noch da? Ige Lava. Das ist halb Ige, halb Lava. Und Surfer bitte. Zuckieb geht daneben. Surfer trifft. Surfer trifft. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Level 33 für Baldo. Das ist doch nett. Lake. Der gute alte Lake. Ja, der Gegner Hälfte der KP. Also spezieller Angriff wieder. Nee. Nee, wir bringen Lake bei. Wenn wir mal ehrlich sind, Vergeltung setze ich eh nie ein. Vergeltung setze ich doch nicht ein. Aber Lake, wenn der Gegner schon ein bisschen geschwächt ist, dann direkt ein bisschen stärker als Surfer, ist ja nicht übel. Ich hätte natürlich lieber einen physischen Wasserangriff, aber kann nicht alles haben. Jetzt entschuldigt mich, ich gebe mich kurz aufheilen. Also gut, wer will als nächstes Stunk? Du! Diese raffgierige Bande von Team Rocket. Jemand sollte ihnen wie vor 3 Jahren einen Denkzettel verpassen. Wir sind dabei, wir sind dabei. Was fragst du? Wie das heutige Passwort lautet? Zu Hilfe natürlich! Naja, das hatte ich nicht auf meinem Zettel stehen. Hallo! Hey, halt dich aus unseren Angelegenheiten raus. Halt du dich aus meinen Angelegenheiten raus. Ich will mich den 8. Orden holen und ihr blockiert irgendwie den Weg mit dem einen Wutkeks-Typ aus irgendwelchen Gründen. Oh, noch ein Feuer-Pokémon. So, warte mal, lass mich mal eben, bevor wir nochmal einen dummen Fehler machen, attacken. Moment, Knochmarang kommt dahin. So. Was habe ich jetzt? Kann ich ja nicht die Position von... Muss ich auf Bericht gehen? Ich glaube, das kann ich nicht machen, während ich im Kampf bin. Okay. Mach trotzdem Knochmarang. Der ist wichtig. Nicht verbrennen, bitte. Dankeschön. Treffer Nummer 1. Der tut weh. Oh, der hat gewaltig wehgetan. Das war gerade mal der erste. Der zweite Treffer wäre noch gekommen. Und ein Flamara. Wir haben auch einen Flamara. Wenn irgendjemand aus dem Team stirbt, dann können wir drüber nachdenken, ob wir das mal ins Team... Och, nö. Ins Team nehmen wollen. Aber aktuell habe ich noch nicht das Bedürfnis danach. Treffer Nummer 1. Easy. Ein Treffer ist vollkommen ausreichend. Mehr brauchen wir gar nicht. Mehr brauchen wir nicht. Ich denke, das Walband oder was auch immer. Doch, Walband ist für physische Angriffe. Ich denke, das hilft ungemein dabei. Uff, mir reicht's. Mir reicht's jetzt. So, pass mal auf. Bericht. Angriff. Knochenkeule. Knochmarang tauschen. Dankeschön. Ah, die dumme Knochenkeule. Dass die auch so eine schlechte Trefferquote hat. Das ist das Schlimmste daran. Vor 3 Jahren war Team Rocket gezwungen, sich aufzulösen. Aber unser Comeback ist nur noch eine Frage der Zeit. Seid ihr nicht gerade mittendrin im Comeback und habt super viele Anwärter und sowas? Ihr habt doch gerade euer Comeback. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Knochmarang. Ach ja, Knogger hat Bambo zwischendurch auch Trugschlag gelernt. Ich habe ihn dafür Energiefokus verlernt. Was vielleicht eine dumme Entscheidung war, aber... Das Gefühl, so einen Trugschlag zu haben, das ist nicht übel. Das ist nicht übel, der Nuzlocke. Ach komm. Hör doch auf. Schicken wir hier irgendeinen rein? Jürgen tankt eine Drachenwut. Oh, oder Sandgrab. Noch besser. Noch besser. Psystrahl. Jürgen ist natürlich ganz klar schneller als Level 23 Knackrack. Ich kann es übrigens nicht glauben, dass Schmidt immer noch... Oh nein, warum sage ich sowas? Aber Schmidt ist immer noch am Leben. Das ist ein bisschen erstaunlich an dem Punkt. Okay. Hauptproblem, ich weiß nicht, ob Groudon Feuerangriffe hat. Hauptproblem. Es hat Bodenangriff. Oh nein. Oh Gott, das war die falsche Wahl. Das war die falsche Wahl. Ja, und das ist auf Level 23. Initiative sinkt.
Leistet Sonnenlicht. Wir surfen rein. Wir surfen rein! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hammerarm. Ja, was redest du von mir, nachdem mein Stream Deck nicht mehr geht und ich Neues gekauft habe, oder was? Weil's Geld... Nein, ich hätte Lake machen sollen! Nein! Seht ihr, jetzt hätte Lake den großen Unterschied gemacht. Flammensturm. Gefährlich. Au, ach komm. Ach komm jetzt, hör doch auf. Au. Ja, ich würde sagen, jetzt ist Zeit für die Lake. Und jetzt haben wir Groudon besiegt. Bisschen beängstigend. Generell, weil das... Hat der Trainer nicht zuerst Knackrack gehabt und jetzt Groudon? Das ist ein mächtiges Team soweit. Au. Aber was ist noch stärker als ein Groudon? Ein zweites Groudon. Das steht mir ein bisschen schlecht da gerade. Wir haben eine bisschen zu große Feuerschwäche. Ich meine, es hat bisher noch keinen Bodenangriff gemacht. Ah ja, okay. Hat sich das soweit erledigt. Was machen wir am besten? Ich glaube, wir müssen Schleimer opfern. Ich glaube, wir müssen Schleimer opfern. Irgendjemand muss nämlich jemanden heilen. Irgendjemand muss hier wen heilen, damit wir wieder vorankommen. Ist Bambo eine gute Wahl hierfür? Aldo brennt halt, was ein bisschen nervig ist. Wir machen Bambo. Bambo hat gute Verteidigung. Okay. Okay. Okay, das war mächtig, Schleimer, dass du noch lebst, also... Unerwartet, ehrlich gesagt. Unerwartet. Vorinitiative von Groudon ist um eine Stufe gestiegen. Das ist gut, das ist gut. Au. Ich weiß, macht nicht viel Schaden. Gleistes Sonnenlicht, ich weiß. Knochmarang. Hammerarm. Au. Initiative sinkt. Wie viel Schaden macht Knochmarang? Ausreichend. Ausreichend Schaden. Wie viel Spezialverteidigung hat Bambo? 68. Nein, können die anderen nicht so recht mithalten. Das Problem ist nämlich... Wenn Groudon jetzt schneller als Bambo ist, wird es wahrscheinlich Flammensturm machen. Wir müssen... Oh Gott, das macht Hammerarm eigentlich. Ich kann auch niemanden rauswechseln, weil ansonsten ist jemand da, der einen Feuersturm eventuell tanken könnte und Bambo hätte es vielleicht... Bambo hätte es auf keinen Fall geschafft, wahrscheinlich, aber... Und wir haben niemanden verloren. Oh Gott. Boah, keine Zeit für Sentimentalitäten. Ja, ich wurde fast sentimental bei dem Kampf. Ich hier nochmal heilen. Das war beängstigend. Okay, dann nächstes Stockwerk. Wen haben wir denn hier? Okay, hier haben wir noch keinen Vorstand. Sehr schön. Mir wurden stinkige Befehle erteilt. Jeder, der Team Rocket in die Quere kommt, wird pulverisiert. Wie riechen die Befehle denn? Ich habe Baldo übrigens an erster Stelle, damit wir... Ja, wenn so jemand wiederkommt... können eventuell wieder Groudon werden. Wir machen Giftspitzen. Ich mache mir nicht so viele Sorgen um Rihorn jetzt erstmal. Hast du überhaupt einen Bodenangriff? Das sieht erstmal nicht so aus. Ja, richtig so. Giftdorn. Wir legen nochmal Giftspitzen aus.
So, diesmal werden wir... So eine Groudon-Situation, die lassen wir nicht nochmal entstehen. Sehe ich gar nicht ein. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht mit. Dann noch ein kleiner Surfer. Und dann ist Rihorn schon mal besiegt. Und ja, wisst ihr noch, wie ich bedachte, dass Baldo uns überhaupt nichts bringen wird, aber... Baldo hat sich als enorm hilfreich herausgestellt. Mir fällt aber just in diesem Moment auf, dass Baldo mit einer Bodenschwäche eigentlich gar keine gute Wahl für diesen Trainer ist. Wenn wir mal ehrlich sind. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es ist ein Gesteintrainer, nicht Boden. Können wir das bitte nie wieder so machen? Das fand ich nicht nett. Das fand ich gar nicht nett. Oh, noch ein Volltreffer damit. Das fand ich gar nicht nett. Dass ihr jetzt immun gegen meine Giftspitzen seid, das finde ich auch nicht nett. Also okay, der Knochenmarang ist doppelt effektiv, also wird er schon was bringen. Ja, easy, easy. Komm, gar kein Problem. Gar kein Problem. Oh. Unsympathischer Kampf. Sehr unsympathisch war der. Nepomuk? Hallo, ich bin's, Nepomuk, alles okay? Mein Weimer hat ordentlich Muskeln angesetzt. Stellt sogar meine Statur in den Schatten. Bis dann. War Nepomuk? War der von Captain Blaubeer oder so? Gab's da einen Bösewicht, der so hieß? Woher war das? Woher kenne ich den Namen? So, wir werden mal eben ein bisschen Heilung machen, denn... Ich habe keinen Grund, jetzt schon wieder rauszurennen, deswegen. Ich meine, wir haben ja kräftig Hyper. Ich hätte einen normalen Trank verwenden können. Egal, wir haben kräftig Hypertränke übrig. Gar kein Problem. Ich sollte hier irgendwann wieder trainieren. Das stimmt. Aber Giftspitzen. Die Giftspitzentaktik. Bei der bleibe ich. Damit rum, der nächste Trainer, den habe ich vorhin schon, als ich die Tränen durchgegangen bin, gesehen. Der hat nur ein Pokémon auf Level 30. Der Forscher. Was macht dein fremdes Kind hier? Wer bist du? Hier sind sonst nur Kinder von den Angestellten hier. Ja, das war genau der, von dem ich dachte, dass es ist. Ganz ohne Zweifel. Das ist okay. Gute Gelegenheit für Jürgen, noch ein paar Erfahrungspunkte mitzunehmen. Wir werden natürlich direkt mal Spezialangriff um eine Stufe erhöhen. Wichtig. Bitte nicht verwirrt sein. Bitte nicht verwirrt sein. Danke. Psychokinese, reicht das aus? Ist es genug von Kangama? Die Zerbeteiligung scheint relativ hoch zu sein von Kangama. Ah, die Psychokinese ist ja... Ich unterschätze auch immer, wie schwach der Angriff, der meinen Spezialangriff erhöht, eigentlich ist. Die Psychokinese dagegen, die haut richtig rein. Die haut richtig rein. Und ja, das wird Pummel hoffentlich überleben. Okay. Kriegen wir noch ein Level 32? Na, vielleicht. Nullluft könnte ein paar nette Erfahrungspunkte geben. Ist auf jeden Fall keine gefährlichen Angriffe für uns. Nicht in der Generation. Nicht in der Generation. Und das war Pummeluft. Knuddeluft natürlich. Aber kein Level-Up. Ich hab dich wohl unterschätzt. Was mit dir kämpfst du auch? Das Partner sind Pokémon für einen Trainer unabdingbar. Es tut mir in der Seele weh, wenn sie jemand so herumkommentiert. Kommandiert in der Seele weh. Jürgen jault los. Bah! Wir müssen hier Rocket aufhalten. Bah! Es ist ein tolles Gefühl, Pokémon für Verbrechen einzusetzen. Ich liebe es, Straftaten zu begehen. Blutzuck? Richtiger Blutzuzler. Ja, würde ich sagen, dafür spielen wir keine Zeit. Der geht mit der Psychokinese rein und weg damit. Und das ist ein Level für Jürgen. Weißt du, dass wir jetzt von hier aus in den Untergrund kommen? Wir gehen auch jetzt noch nicht zu den ganzen
zu den ganzen Anführern rüber, oder? Ich habe... Was? Du hast... Der Anführer von Team Rocket hat sich hinter dieser Tür versteckt. Sie wurden von innen abgeschlossen, aber der Intendant konnte sie öffnen. Du findest sie im vierten Stock. Oh, bitte, du musst ihn retten. Du musst den Intendanten retten. Wie sieht's KP-technisch aus? Sieht gut aus. So, du bist der Forscher mit dem 30er Pokémon, oder? Der hat einen Porygon im Original. Du bist das doch. Ja, dachte ich mir. Rion? Naja. Würde mich wundern, wenn es die Psychokinese überlebt, okay? Das würde mich doch sehr wundern. Absolut kein Problem. Forscher Jessica. Ihre große Plan hat wohl einen Haken. Oder zwei. Hast du den Intendant gesehen? Du hast vor, den Intendant zu retten? Das kannst du dir abschminken. Denn ich werde dich besiegen. Ich glaube, von denen kriegen wir einen Schlüssel, damit wir in den Untergrund gehen können, oder? Oder? Müssen wir noch irgendwann den Untergrund? Schlappohr. Die lieben aktuell ihre Normal-Pokémon. Sie machen wieder einmal Ladestrahl. Und danach Psychokinese. Ich meine, keine Ahnung, was jetzt sein stärkstes Pokémon zwangsweise sein wird. Weiß nicht, ob das nötig ist, aber es kann ja nicht schaden. Einfach ein bisschen den Spezialangriff erhöhen. So ganz kleines bisschen. Das ist ja nicht zu viel verlangt, oder? Ruckzuckhieb von Schlappohr ist natürlich auch nicht der stärkste Angriff, den man abkriegen kann. Weit davon entfernt. Erst recht, wenn man ein Stahltyp ist, aber hey, umso besser für mich. Das gibt eine Menge Erfahrungspunkte. Am Fax so. Er ist faul, der setzt sich nicht zur Wehr, weg damit. Wenn ihr Sprite von Mampak so aus, Heartgold und Soul Silver. Sieht ganz lustig aus. Aber leider haben wir keine weitere Zeit mehr zu begutachten. Außer er setzt noch eins ein. Nee. Dicke Erfahrungspunkte, aber auch dicke Spezialverteidigung. Das reicht. Hytera mit Kompimator, eklige Kombination. Aber okay. Ich denke, das sollte es gewesen sein. Yep. Gut. Warum hat der auf einmal jetzt Level 22 Pokémon angesetzt? Nein, unglaublich. AP-technisch ist es natürlich jetzt gefährlich weiterzugehen. Lass mich kurz nachschauen. Was haben wir... Von der Reihenfolge hier. Nee, da komme ich zu. Hä, dann wiederum. Level 33. Ich glaube, ich werde nochmal ins Pokémon Center, um meine AP aufzufüllen. Dann wiederum, wir müssen doch nicht ins Pokémon Center. Warte mal. Dann wiederum Top Ether. Nee, den würde ich, glaube ich, lieber in den Top 4 einsetzen. Nee, wir gehen runter. Denn wir gerade in Top 4 könnte es gut durchaus sein, dass uns die AP ausgehen. Wir sollten es da besser aufheben. Entschuldigung, ich suche den Intendanten. Den Intendanten! Oh nein, wie konnte ich bloß in so einen Schlamasse geraten? Hilf mir, Mautzi, hilf mir! Mautz. Team Rocket, was? Willst du wissen, was denen fehlt? Musik natürlich! Musik bereichert die Herzen aller Menschen. Ein echter Musikliebhaber würde in unserem Radioturm nie solchen Schabernack treiben. Jawohl, ja! So ist es doch. Platz zur Befreiung des Radioturms war ein voller Erfolg. Dieser Lance muss echt cool sein. Meint die Siegfried? Hieß der nicht Lance auf Englisch? Wer bist du denn? Ich würde nicht zulassen, dass sich jemand Lance in den Weg stellt. Ich meinte durch Team Rocket. Oh, er ist Lance, wie es aussieht. Ach, er hat er ins Mikrofon gesprochen? Ich habe nicht ganz verstanden, was das Szenario war. Stiano. Okay, was hat's mit dieser Lance-Nummer auf sich? Verstehe ich nicht. Oh Gott, können wir uns zurückziehen? Nein. Oh Gott. Nicht mein liebster Gegner in einer Nuzlocke-Challenge, aber wir werden es einfach besiegen und dann machen wir uns keine weiteren Gedanken darum. Seht ihr? Muss einfach nur stark genug sein, dann ist es so und wo ihn genau auch kein Problem. Wie genau ich plane, wo ihn genau mit einem Schlag zu besiegen, das kann ich euch noch nicht sagen.
Gott, der Blackmon Sprite ist auch perfekt. Schau dich an, wie es uns anstrahlt. Es hat keine Ahnung, was hier vor sich geht, aber es ist trotzdem froh, hier zu sein. Es entspannt sich ein bisschen. Warum auch nicht? Das hast du ja verdient, Flagmon. Das hast du ja verdient. Aber wir haben Erdbeben noch gar nicht eingesetzt, fällt mir gerade auf. Ja, kommen wir früh genug dazu, kommen wir früh genug dazu. Und das war Flagmon. Tarnhehl. Ich fürchte, das ist auch kein optimaler Gegner für Erdbeben, denn ich meine, es hat Schwebe. Es sieht aus, es würde schweben. Für mich macht es einen Eindruck, als ob es Schwebe hätte. Wenn es aber ein Metacross wäre, dann können wir natürlich problemlos Erdbeben machen. Terry wäre ein sehr guter Gegner für Metacross, fällt mir gerade auf. Setz bitte Metacross ein. Ich will Erdbeben jetzt einsetzen. Das ist nicht Metacross, aber wir können Erdbeben einsetzen. Erdbeben. Ich kenne jemanden, der hat auch einen Girafarik, aber der ist ziemlich schwach. Das heißt, um den mache ich mir keine Sorgen. Ähnlich wie dein Girafarik tatsächlich. Das ist auch nicht sonderlich stark. Tja, was ein nutzloser Haufen. Mich zählt nur Team Rocket und Lance. Beschert sich schon um Pokémon. Ist Lance einer der Anführer? Ach, Lance ist der Anführer da drüben. Okay. Ja, ich habe es halbwegs verstanden, glaube ich. Gehen wir weiter hoch. Der Intendant! Also gut, los geht's. Hier spricht euer Intendant. Es hat sich ergeben, dass unser Sender ab heute mit einem herrlichen neuen Programm zur Huldigung von Team Rocket auf Sendung gehen wird. Ich erwarte von euch allen, dass ihr ohne Murren ein tolles Programm abliefert. Oh nein, ausgerechnet jetzt, wo ich gerade geübt habe, die Stimme des Intendanten zu imitieren. Wer bist du? Ach, du schon wieder MP männlich. Auch der wieder. Verflixt und zugenäht und das war... Und das, wo ich sogar schon der Intendant war. Ich wollte der Welt auch eigentlich die frohe Kunde von Team Rocket mitteilen. Aber na gut, diesmal werde ich mit allem kämpfen, was ich habe. Oh, oh. Oh, oh, ich weiß nicht, was er einsetzt. Na gut, wir können erstmal Bamboo ohne Probleme drin lassen. Au. Könnte aber ein guter Terry-Trainer werden. Au. Die Intensität hat wirklich wehgetan. Ich hatte auch mal einen Geowatz. War sowas wie die Großmutter. Das waren Zeiten. Das waren Zeiten. Das hat sie auch immer gesagt. Gute Gertrude. Level 32. Quiekel? Quiekel ist eine optimale Gelegenheit für uns, zu Baldo überzugehen und Giftspitzen auszulegen. Eissplitter, ja, mach mal. Ich meine, er setzt 6 Pokémon ein. Ich denke, Giftspitzen sind hier nicht zu verkehrt. Ich mache mir jetzt auch nicht allzu viel Sorgen, dass Quiekel irgendwas Gefährliches macht. Aber wir können nicht ahnen, was sonst noch alles für Pokémon kommen werden. Dementsprechend, wenn hier ein Groudon ankommt, werde ich sehr froh darüber sein, ein paar Giftspitzen ausgelegt zu haben. Schlammbombe, au! Senkt ihr meine Initiative? Nee. Okay. Surfer. Dann können wir noch ein bisschen drin bleiben hier. Weil bei Quiekel speziell will ich auch nicht zu Terry wechseln, denn Eis ist natürlich doppelt effektiv. Georock. Ich meine, es ist langsamer als ich und ich sehe kein Szenario, in dem jetzt den Surfer überleben wird. Das ist wahrscheinlich zu gewagt. Aber einmal kann man gewagt sein. Einmal kann man sich was trauen. Erfolgreich, erfolgreich. Wir sollten zu Teddy rüberwechseln. Schmerbe. Schmerbe ist unser Kandidat, um zu Teddy rüberzugehen. Ich bin ganz froh, dass Lance jetzt gerade mit dem gefährlichsten Pokémon angefangen hat. Das erleichtert mein Leben ein bisschen. Los, Teddy. Amnesie, wie kannst du machen? Das Problem ist, du wirst vergessen, wofür du überhaupt kämpfst und dann wird dir die Motivation fehlen, weil du nicht mehr weißt, wofür du dir die Mühe machst. Intensität 5. Ja, auch nicht so übel. Und ich denke, das war Schmerbe. Müsste auch Wasserboden sein. Ja, gut. Da bleibt nicht viel übrig. Da bleibt kein Auge trocken. Level 34 für Baldo. Level 33 für Terry. Egelsau.
Eine Genugtuung ist das. Ich meine, weg mit dem ollen Fluch. Weg mit dem ollen Fluch. Weg mit dem ollen Fluch. Morlord. Level 30. Morlord ist halt auch wieder optimaler Gegner für... Auch wenn Rasierblatt nicht so stark ist, aber... Ich meine, Wasser, Boden. Da haut das Rasierblatt richtig rein. Das macht richtig Schaden. Gar kein Problem. Ich muss sagen, wenn wir einen Bodentrainer haben, kommen wir sich gut voran. Außer jetzt Groudon ein. Oh, ein Rizeros. Level 32. Rizeros ist so cool. Warum wurdest du zu Rihornior? Rizeros ist so ein perfektes Design und Rihornior ist so... Ist einfach so nichtssagend. Okay. Ich meine, es hat seinen Grund, warum es vielleicht eine Weiterentwicklung gebraucht hätte von den Stats her. Zugegebenermaßen. Das ist ja in Ordnung. Ich sag ja, wo der Intendant ist. Ist er im Keller? Okay, hören wir jetzt gut zu. Der echte Intendant sitzt im Untergrundlagerhaus fest. Weißt du, wo das ist? Du findest es im hintersten Winkel der Dukatia-Passage in Dukatia City. Weil ich so ein netter Kerl bin, kriegst du jetzt den Schlüssel zum Untergrundlagerhaus von mir. Ich hoffe, du bist mir dankbar. Warum würde er mir den Schlüssel geben? Nepomuk, was gibt's denn? Hallo, ich bin Nepomuk. Mir war gerade langweilig wegen seinem Pokémon-Team. Mein geht's ein wenig zu gut, besonders meinem Walmer. Jedes Mal, wenn sein Trainer sieht, stürmt es auf ihn los. Das wird mir langsam zu viel. Ja, Nepomuk hat, der kämpft gerade seinen eigenen Kampf. Das da drüben, da freue ich mich nicht drauf. Was sagst du dazu, Bambo? Bambo hält Wache. Ja, yeah, so ist es doch. So und nicht anders. Also, liebe Freunde, wir hatten ein bisschen verzwicktere Kämpfe, als ich dachte. Ich würde sagen, ich meine, ist das eine kürzere Folge? So halbwegs. Ich würde sagen, den Rest, denn, oh, beim nächsten Mal werden uns sehr wilde, sehr üble Kämpfe bevorstehen, potenziell. Das machen wir beim nächsten Mal. Das machen wir beim nächsten Mal. Sonst werden wir mit einer viel zu langen Folge enden, denn ich bin ein bisschen besorgt, was die nächsten Kämpfe betrifft. Vor allem gegen den letzten Vorstand mit seinem Level 38 Pokémon, der... Oh, da freue ich mich nicht drauf, da freue ich mich nicht drauf. Nee, bin ich nicht begeistert. Da bin ich nicht begeistert von. Aber gut, im Großen und Ganzen lief okay. Wir haben wieder kein Pokémon verloren und es war knapp. Es war sehr knapp. Ich wollte gerade sagen, das Groudon, die beiden Groudons, die waren sehr beängstigend. Das mochte ich nicht. Ich bin sehr froh, dass sie vom Level her, was waren sie, 7 Level unter mir. Das war das Einzige, was geholfen hat. Ansonsten wäre das extrem übel ausgegangen. Beim nächsten Mal werden wir Team Rocket ein für alle Mal besiegen. Ein für alle Mal, danach werden wir sie nie mehr wiedersehen, in keinem anderen Teil. Mein Rainbow Team Rocket kam in Sonne und Mond. Ultra Sonne und Ultramond, glaube ich. So weit habe ich nie gespielt. Aber wie auch immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal fällt mir Team Rocket. Bis dann. Tschüss.